Hallo zusammen, ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge von Frag Phil und Fall. Heute gehen wir ein recht gängiges Thema an, wo alle Feuerwehren, die eine Drehleiter haben, immer wieder beschäftigt, nämlich die Thematik Tragehilfe, Unterstützung, Rettungsdienst. Und da gucken wir uns gleich mal etwas genauer die SKL, also die schwenkbare Krankentragenlagerung, von unserem Rettungskorb an. Ich habe noch einen Kollegen aus dem Werk mitgebracht. Der Gute darf sich jetzt bei euch mal selbst vorstellen. Ja, danke für die Einladung. Ich bin der Felix Brettschneider. Bin im Bereich Produktmanagement, Hubrettung tätig und war auch jahrelang konstruktiv für den Rettungskorb und seine Anbauteile zuständig. Von dem her bin ich, denke ich, ein guter Ansprechpartner für das Thema SKL und Personenrettung. Und ich würde sagen, starten wir mal direkt durch, stellen den Korb auf den Boden und schauen uns das Ganze etwas genauer an. So Felix, wir haben ja jetzt hier die Variante für den Schwerlasttransport aufgebaut mit der Schwerlastschleifkorbtrage. Aber ich würde sagen, wir zeigen den Leuten eher mal, was die bessere Variante ist, weil hier oben macht nicht so wirklich Spaß im Einsatzfall. Komm, wir bauen das mal um. Wir haben jetzt eine schöne ergonomische Höhe erreicht, wo wir auch dann die Person hier aus dem Korb herausheben können mit der Trage. Vom Umbau, da ja in der Mitte jetzt unsere Multifunktionssäule fehlt, haben wir hier einen Handlaufadapter wieder eingebaut. Im unteren Bereich kam zusätzlich noch eine kurze Multifunktionssäule dazwischen zur Adaptierung, dass die Krankentragenlagerung am Korbboden montiert werden kann. Einfach um auch noch die gewisse Bewegungsfreiheit im Korb für sich selbst zu haben. Das war das, was man an zusätzlichem Equipment hier gebraucht hatte. Des Weiteren zum Sichern nutze ich dann hier schlicht und ergreifend die Schnellspanngurte an der Krankentragenlagerung. Dann können wir vielleicht noch mal zeigen, jetzt haben wir die Trage ja gerade aufgebaut. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu verdrehen. Somit entsteht halt auch die Möglichkeit, dass man von der Seite her immer noch eine Trage auf die SKL aufschieben kann. Ja, es gibt auf jeden Fall noch einen ziemlich entscheidenden Vorteil. Und wie der genau ausschaut, das schauen wir uns jetzt mal noch am Praxisbeispiel an. Perfekt, dann machen wir das. Ja, Phil, also ich muss sagen, mir hat es heute mega viel Spaß gemacht, mal draußen zu sein, am Produkt Sachen auszuprobieren, die Fragen der Feuerwehren zu beantworten und ja, war für mich eine gelungene Veranstaltung. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt alle Möglichkeiten und Vorteile haben aufzeigen können der Variante Krankentragenlagerung am Korbboden montiert, wie beispielsweise ich erreiche jetzt zurückgesetzte Dachgauben und Dachflächenfenster an einem Satteldach. Der Patient fühlt sich wesentlich wohler, weil er einen geschlossenen Korb um sich herum sieht. So wie beispielsweise auch hinterher das Thema ergonomische Entnahmehöhe, um die Trage von der Tragenlagerung wieder runterzunehmen, bringt den Feuerwehren einfach einen wahnsinnigen Mehrwert und Vorteil. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Einschalten. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema oder zu einem anderen Thema Drehleiter, Hubrettungsfahrzeuge, dann schreibt uns einfach an die E-Mail-Adresse. Und wir versuchen, eure Fragen zu beantworten. Ja, dann sage ich mal, vielen Dank, Phil. Hat viel Spaß gemacht heute. Felix, danke für deine Zeit. Und wir sehen uns.